eine imperiale Station angreifen. Zweifeln Sie nicht an meiner Autorität, Commander Burnshaw. Doch, mach ich, doch. Station angreifen, Satelliten beschützen. Das sind jetzt Ihre Befehle. Ja, Sir. Ask, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Hondo vor. Wir können auch die Dockarme zerstören, um die Klammern abzuschalten. Das wird die Energie kappen. Jawohl. Oh, wo kommt ihr denn her? Ist verrückt. Gut. Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren. Wie lautet denn unser Plan, Sir? Asche. Das ist heute mehr denn je der einzige Weg zum Frieden. Admiral Burnshaw, die Galaxis säubert, Commander, damit sie wissen, wie wirklich herrscht. Commander Jäger im Anzug. Ja, jetzt zählt schon. Sie die Schiffe! Oh, wir kümmern uns mal um den Großen hier, ja. Okay. Ah ne, wir kümmern uns mal um die Jäger. Zack. Wo schießt er denn hin? Wo laufen sie denn? Wenn wir den Kreuzer ausschalten und übernehmen, könnten wir viel über den Feind erfahren. Die Rebellen bringen uns nichts. Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen. Richtig, Agent Task. Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirft. Wo sind sie denn? Komm. Hä? Sind denn die? Halten Sie die Klammern ab! Würde ich gerne, ich würde. Ach, da! Nein! Ja, ja, ich bin ja dabei. Entspann dich mal ein bisschen. Alter, ja nicht so einfach wie aussieht. Die Dauntless ist frei. Errungenschaft, Leute! Die Grafik ist schon schmuckelig, wa? Großartige Arbeit, Commander. Ihr Vater wird stolz sein. Mach ich doch nicht mit Absicht, Namenloser. Die Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Burnshaw geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommt. Oh, halbe Stunde noch, hieb's Kaffee. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Ach, Jimini, jetzt. Wenn das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2.
Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Diese Jedi-Ausbildung mit F1, um über Luke Skywalker Machtfähigkeiten zu erfahren. F1. Schub. Toll, kann man so richtig lesen. Jetzt. Luke Skywalker nutzt die Macht, um Gegner vor sich mit seinen Schub verkannten. Auf Q, okay. Bewirkt eine Entladung, Machtenergie aus dem Boden, Gegner um Wirkungsbereich Schaden zufügt. Okay. Und erhöht mit der Macht sein Tempo, um schneller in beliebige Richtung zu laufen, während er sein Lichtschwert schwingt. Na, auf die Aktion bin ich ja richtig gespannt. Mann, Micha. War QEF, absolute. Alter. Oh. Aha. Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum ich hier. Papieren, okay. Wow, jawohl. Ich gehe schon, R2, ich gehe schon. Leute. Uns bleibt nichts anderes. Uff, das ruckelt gerade extrem, ja, ich weiß. Pass auf, wir machen eins. Wir werden jetzt. Ich starte das Spiel nochmal neu jetzt. Es ist sowieso völlig Banane gerade. Ja, völlig Banane. Weil von Anfang an nicht so lief, wie ich es mir dachte. Und daher ist es völlig Wurst. Ich wusste ja nicht, dass Mass Effect. Hä, was hat denn das jetzt bitte schon mit Origin zu tun? Hat Big auch schon wieder aufgeschmissen gerade. Das ist genau dasselbe namenloser jetzt mit dem schwarzen Hintergrund. Warum ist nicht mein Hintergrund da? Ich verstehe nicht. Schwarz. Ich freue mich auf meinen Kaffee gleich. Sag ich euch. Und auf eine Schokonuss. Ich mir jetzt schon reinziehe. Pass auf, wird gleich laut. Warte, ich kenne dein System nicht. Kannst du nicht beantworten. Hä? Wer ist denn er plötzlich? Wieso kennst du mein System nicht? Steht doch alt unten bei den Dings. Wir versuchen mal unser Bestes jetzt. Das Ding ist schon mal ziemlich flott gerade. Ja. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass ich den 12er drinne habe. Aber warum der... Wir warten es mal ab. Mal gucken. Alter Falter. What? Kannst du mir mal erzählen, warum alle meine Kerne auf 100% stehen? Jetzt sind sie wieder abgefallen. Schon okay, R2. Du bleibst hier, okay? Ach so, OBS-Thema, ja. Ja, aber ich verstehe nicht, warum mein komplettes System heute vor allem die CPU hier am Limit spielt. Ich muss wissen, warum ich hier bin. Hat sich die Grafik jetzt extrem geändert für euch?
gehe schon, R2. Ich gehe schon. Aha. Aha. Ganz schön laut, oder? Ich gehe schon, R2. Ich gehe schon. Aber irgendwie war der Ton auch geiler, oder? Also wenn euch jetzt, wenn ich das hier mit der Macht mache, wenn euch das zu laut ist, meine Lieben, dann sagt mir das, ja, dann müssen wir da was ändern, aber erstmal lassen wir es mal. Oh, um Gottes Willen! Alte Umschüsse mit Lichtwert. Ach so, okay. Ich hab sie gefunden. Keine Bekannten. Das sieht aus, als würde das Imperium auch etwas suchen. Jo, macht es. Viel Erfolg. Okay. Das ist mit dem. Mit dem Halten, das hat man jetzt verstanden. Also mit dem. Abblocken von. Laserschützen. Nur mal gucken. Oh. Da kommt die Verstärkung. Boah, Alter. Geht? Okay, ich glaube, die Mission ist gescheitert, weil, Wo ist denn der Kunde? Da oben! Alter Schwede. Ach, sehe ich auch nicht. Boah.
Wo denn? So wollte ich das nicht. So haben wir da aber jetzt. Oh. Wollte ich das nicht? Öfters nicht. Ding. Da unten ist etwas. Etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Will ich's wissen? Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ja, der ein Sprung war. Wälder, paar Wälder. Hallo? Hallo, kann ich jemand hören? Jo, komm mal. Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Ich klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Los, wie bei Lone Echo, die Lumpe. Halten Sie still. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Wollte ich gerade sagen. Alter, was ist das denn? Mega-Ameisen. Ja, erstmal Rindesnest, würde ich sagen. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Aha. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich mir. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Auch bloß weil er ja gefangen war. Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Tja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Boah. Kannst du auch hier bleiben und mit dem Käfer kuscheln, wenn du willst. Versuch's nicht. Aha, gut, kann ich die Macht auch dafür verwenden, die Käfer zu beseitigen. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge.
Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Hä? Warum das? Willst du zerstören? Noch mehr Käfer? Wo sind sie? Moment! Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Es steckt in dem Bernstein. Ich lege das Terminal frei. So etwa? Besser. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ja. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Ja, genau. Denn? Jo. Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Nö, machen wir nicht. Alter Schwede, unsere Familie hier. Yeah. Mir geht's gerade nicht so gut. Noch mehr? Noch ein paar, oder? Hilfe! Tun Sie sich mal, junger Mann. Alter, wie viel sind's denn? Junge, könntest du dich vielleicht ein bisschen beeilen? Nur so ein bisschen, also. Hast du natürlich nicht viel Zeit dann, ne? Hab's halt nicht gleich. Also, nicht, dass ich dich unter Druck setzen will. Ach ja. Das ist irgendwie mal am leisesten. Da könnt ihr da gleich mal ein paar Ausschreibungen kriegen. Also noch sehe ich nicht, was hier irgendwas mit Glück zu tun hat. Aber ist okay. Oh, da ist schon wieder einer. Hinter mir. Tag. Komm mal von überall her. Hilfe mit den Käfern! Was ist denn? Bin doch da. Du sollst da deine komische Konsole angucken, oder? Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Junge! Aber hier nun her war. Das war's. Was sind wir sicher? Das Observatorium des Imperators.
Eine Güte. Meilenstein. Errungenschaft freischaltet. Was für eine ganzen Anzeigen. Blickst du ja nicht mehr durch hier. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Ja, weil es sein Bunker ist. Der Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Jetzt seine Frage nicht ganz verstanden, wa? Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit ihnen sein. Hm. Bibi. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Attentat bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dir auf die Uhr trauen. Bringen Sie nach Vardos. Vardos. Reale Festung. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Was hat sie denn? Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Hm.
Gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Okay.